Erinnert ihr euch noch an Wii Sports? Dieses spaßige Sportspiel für die ganze Familie wurde 2006 zusammen mit der Nintendo Wii ausgeliefert und trug maßgeblich zum Erfolg der Konsole bei. Die Neuauflage für Nintendo Switch ist jetzt erschienen und bietet wie der Vorgänger herrlich unkomplizierte Sportaction in mehreren Disziplinen. Willkommen! Während es Bowling, Tennis und Chanbara schon damals gab, sind die Sportarten Fußball, Badminton und Volleyball neu dazugekommen. Im Herbst liefert Nintendo per kostenlosem Update dann noch Golf als siebte Disziplin nach. Bei fast allen Sportarten und deren Spielarten benötigt ihr nur einen Joy-Con-Controller. Daher könnt ihr auch ohne Zusatzcontroller problemlos zu zweit an einer Konsole spielen. Viel Vergnügen! Spoko Square! Wir wollen euch in diesem Video alle aktuellen Sportarten in Nintendo Switch Sports vorstellen und starten direkt mit Tennis, bei dem ihr lokal mit bis zu drei Freunden kurze, unterhaltsame Matches bestreitet. Gespielt wird dabei stets Doppel und wenn ihr alleine oder zu zweit antretet, dann kontrolliert ihr immer beide Spieler eures Teams. Tennis ist extrem einsteigerfreundlich und benötigt anders als andere Sportarten in Nintendo Switch Sports nicht einmal ein Tutorial. Einfach schwingen, schlagen und Spaß haben. Volleyball ist nicht viel komplizierter als Tennis, aber hier müsst ihr vier Aktionen beherrschen. Den Ball durch Baggern abfangen, durch Pritschen einen Angriff vorbereiten, schmettern, um Punkte zu machen und blocken, um gegnerische Angriffe abzuwehren. Dabei kommt es stets auch auf gutes Timing und Teamwork an, wenn ihr mit bis zu drei Freunden in launigen 2 gegen 2 Matches lokal antretet. Badminton ist im Hinblick auf die Steuerung mit Tennis vergleichbar. Auch hier bewegt sich eure Spielfigur automatisch. Ihr müsst nur im richtigen Moment schlagen und den Gegner mit Richtungswechseln aus dem Konzept bringen, bis ihr schmettern könnt. Anders als Tennis wird Badminton stets als Einzel ausgetragen und eignet sich daher gut für direkte 1 gegen 1 Duelle. Das gilt auch für Chanbara. Bei dieser kurzweiligen, hitzigen Schwertkampfsimulation versucht ihr durch gezielte Schläge und Blockaktionen euer Gegenüber von einer Plattform ins Wasser zu bugsieren. Ihr habt die Wahl, ob ihr mit einem Einzelschwert, einem Energieschwert oder mit Zwillingsschwertern antreten wollt. Diese unterscheiden sich etwas in der Handhabung und euren Möglichkeiten. Der Spielablauf ist aber der gleiche. Fußball ist die einzige Disziplin, für die ihr pro Spieler 2 Joy-Con-Controller benötigt. Denn ihr müsst sowohl eure Spielfigur als auch die Kamera bewegen, um in den hektischen Matches den Überblick zu behalten. Bis zu 4 Spieler treten hier lokal an, um einen übergroßen Fußball in einer geschlossenen Arena in riesige Tore zu bugsieren. Im Shootout-Modus dürft ihr mit Hilfe des in der physischen Spielversion enthaltenen Beingurts sogar selbst bei einer Art Elfmeterschießen mit dem Fuß Tore erzielen. Spielende. Etwas ruhiger geht es bei der letzten Disziplin zu. Bowling in Nintendo Switch Sports ist eine sehr gelungene Nachbildung des realen Sports. Es erfordert also ebenfalls viel Geschick. Wie beim realen Bowling dauert jedes Match 10 Spielrunden und es gelten auch die gleichen Regeln. Wer es etwas abwechslungsreicher und wilder mag, dem empfehlen wir den äußerst spaßigen Spezialmodus, der einen Mix aus Minigolf und Bowling darstellt. Um zu den Pins zu kommen, müsst ihr allerlei Hindernisse überwinden. Ein Heidenspaß, weil der Glücksfaktor hier eine große Rolle spielt. Die Matches im Online-Modus unterscheiden sich stellenweise ein wenig von den Offline-Disziplinen.
Im Bowling treten zum Beispiel 16 Spieler an, wobei immer nur die besten Bowler eine Runde weiterkommen. Und beim Online-Tennis wird statt eines normalen Spiels ein Tiebreak ausgetragen. Diese Änderungen dienen natürlich dazu, die Spannung hochzuhalten. 3-1. Wer sich in den Online-Matches besonders gut schlägt, auf den wartet die Pro League mit Rangliste, wo ihr gegen die besten Nintendo Switch Sportspieler weltweit antretet, um Erfolge freizuschalten. Wer sich online nur mit Freunden messen will, der kann das natürlich auch tun. Ihr könnt entweder selbst als Gastgeber fungieren oder den Spielen eurer Freunde beitreten. Natürlich dürft ihr eure Spielfigur in Nintendo Switch Sports euren Wünschen anpassen. Die Anzahl der Accessoires ist anfangs recht eingeschränkt. Neue Kleidung, Schmuck, Emotes, Schläger, Bälle und vieles mehr könnt ihr durch Erfolge im Online-Modus aber freischalten. Pro 100 gesammelter Online-Punkte winkt ein neues Accessoire aus einem der aktuell verfügbaren, ständig wechselnden Outfit-Sets. Es lohnt sich also, nicht nur lokal zu spielen. Nintendo Switch Sports macht einen Heidenspaß, egal ob ihr alleine, mit Freunden oder der Familie lokal oder im Online-Modus spielt. Diese abwechslungsreiche Sportspielesammlung darf daher in keiner Nintendo Switch-Spielesammlung fehlen.